Hallo ihr lieben Wassermänner, hier ist Nina von Kartenstoff und ich lege euch jetzt die Karten in Sachen Liebe für den März. Ich ziehe eine Karte aus dem Weisheitskartendeck der Seele. Das ist die Hauptenergie. Lege danach eine Neunerlegung mit dem Tarot. Kläre, was zu klären ist mit dem Lenormand. Werde danach noch ein paar Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber ziehen und werde dann noch eine Hauptenergie aus dem Tarot für dein Gegenüber ziehen. Auf die gehe ich dann in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wie steht er oder sie selber zu der ganzen Sache und so weiter und ziehe in der erweiterten Legung auch noch eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. So, und jetzt fange ich aber an. Du spürst wie immer in dich rein, ob das deine Legung ist, ob du damit resonierst, wenn du das Gefühl hast, das ist es jetzt also wirklich gar nicht und es wird auch nie, dann schau nochmal in das Video von deinem Mondzeichen oder Aszendenten an, vielleicht passt das besser. Als Hauptenergie haben wir das magische Gebet. Das magische Gebet hat häufig und immer auch ein Stück weit was mit Loslassen, mit Übergeben an das Schicksal oder an wie auch immer du das betiteln willst, übergeben zu tun. Und hier kommt dieses ganz starke Ich will. Also du hast es ganz präsent in dir oder es formiert sich jetzt ganz präsent in dir, es formt sich ein ganz, ganz, ganz großer Wunsch, den du auch ganz stark spürst. Das ist das Haupt, die Haupt, der Hauptimpuls, die Haupt, die Hauptenergie, das Hauptgefühl, was ich dazu kriege. Dann schauen wir mal. Also, eine Hauptenergie für die Neunerlegung. Worum geht es bei dir? Ja, hier haben wir das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen, die Chance auf etwas Neues, auf einen Neuanfang, auf einen soliden Neuanfang, auf einen stabilen Neubeginn auch. Die Energie aus der Vergangenheit. Woher kommst du? Was ist die Grundlage? Worauf basiert diese Legung? Auf welchen Geschehnissen in der Vergangenheit? Hier haben wir die Herrscherin. Kann eine Frau sein, kann die weibliche Energie unter euch sein, kann aber auch einfach ein Teilaspekt von der männlichen Energie sein. Die Herrscherin repräsentiert stark das Weibliche. Und zwar nicht irgendwelche Teilaspekte, sondern alles insgesamt. Die Herrscherin steht für Fruchtbarkeit, für Passivität, aber nicht Negativ-Passivität, dass ich mich hinsetze und sage, ah, ich habe gar nichts zu tun, der Rest kann man machen. Nein, diese gesunde Passivität, dieses Empfangen, dieses Aufnahmefähigsein, offen für etwas sein und auch schwanger mit etwas gehen, ne? Etwas in sich wachsen lassen. Was ist noch dazu zu sagen? Der Weg durch die Ängste, der Mond. Der Weg durch die Ängste. Man hat etwas in sich wachsen lassen, man hat etwas in sich formen lassen. Und deswegen ist auch dieser Wunsch so stark. Der kann sich jetzt so stark entwickeln, weil man die Dinge so klar hat. Und weil man schon durch so viele innerliche Konflikte und Dualitäten und Zweifel und durchgegangen ist, dass man jetzt sagt, okay, ich habe das aber auch in mir gelöst. Und jetzt weiß ich, was ich will. Und jetzt spüre ich das auch stark. Eine Entscheidung trifft sich ja nicht einfach so. Also eine Entscheidung ist ja nicht, zack, ich will jetzt eine Entscheidung haben und sie ist da, sondern eine Entscheidung hat immer einen Entstehungsprozess. Und ich glaube ja, ist das, was hier liegt, wird ein relativ langer Zeitraum sein in der Vergangenheit. Der Mond, da geht man, weiß man, wo es lang geht. Also man spürt es, aber der Weg ist noch nicht offen.
Man spürt ihn intuitiv, aber man muss durch ziemlich viel Schwieriges durch, durch Unebenheiten, durch Ängste, seine ganzen Glaubenssätze, die einem im Weg stehen und so weiter. Was kommt noch? Ja, ne? Der Eremit, gab es eine Zeit, da musste man erstmal auch für sich sein, das Ganze verarbeiten. Ich könnte noch ein Stück höher schieben, ne? Das Ganze verarbeiten, sich neu sortieren. Ja. Jetzt haben wir in der Gegenwart die 6 der Kelche. Die klassische Seelenpartnerkarte im Tarot bedeutet auf jeden Fall etwas aus der Vergangenheit, was jetzt eventuell auch wiederkommt. Und hier haben wir die 10 der Münzen. Ist kann eine sehr, sehr als schön empfundene Beziehung sein, wenn man mit der Münzenergie sorgfältig umgeht. Münzenergie ist immer Stabilität, Sicherheit. Kann man sich in der Beziehung auch mal verlieren, wenn man dieses Materielle ein bisschen zu hoch stellt und dann Sorge hat, noch freie Gefühle zu fühlen. Kann aber auch eine sehr, sehr stabile Beziehung sein. Eine Beziehung, also im nicht anhaftenden Sinne. Also Anhaftung ist ja immer, dann fühlen wir uns nicht mehr so gut, dann merken wir können es nicht mehr bewegen. Muss es aber nicht sein, sondern kann auch auf soliden, ich sag mal guten, ich bin ja immer kein Fan von diesem Bewerten, ne? Es ist schon besser, man drückt das irgendwie anders aus. Ich sage es jetzt trotzdem mal, weil mir jetzt das Wort nicht einfällt. Guten Moralvorstellungen sein, die einem zuträglich sind, die gesund sind, wo man eine Beziehung drauf fußt. Aber wir schauen gleich nochmal. Einmal geht es weiter. Was gibt es so quasi in Richtung Zukunft zu erwarten? Was ist das, was als nächstes kommt, wie es auch weitergeht? Da haben wir einmal die 5 der Schwerter. Das ist Fühlen und auch Leben in alten Verletzungen, wo man unreflektiert Verletzungen, die man selber in sich hat, an andere weitergibt. Dann haben wir einmal mit den 7 der Stäben die Abgrenzung, das für sich Einstehen, das sich auch abschirmen von dem anderen. Und wir haben das Feuer. Wir haben das Feuer, wir haben die Leidenschaft. Hier ist der König der Stäbe. Der König der Stäbe kann für die männliche Energie unter euch stehen, kann auch ein Teilaspekt der weiblichen Energie sein. Der König der Stäbe hat Feuer, hat Leidenschaft. Ist vielleicht auch mal ein bisschen sprunghaft, ein bisschen impulsiv, ist halt das Feuerelement. So, wo man sagt, hey, da ist meine Lebensenergie. Und die haue ich jetzt auch raus. Ja. Ich glaube, dass euer Seelenpartner sehr präsent in eurem Leben ist. Ich glaube, dass euer Seelenpartner auch sehr präsent in eurem Leben war und auch in dieser Leiste schon präsent war, aber man da eher noch mit sich zu tun hatte. Prozesse sind angestoßen worden durch einen anderen Menschen, durch das Gefühl, was man durch einen anderen Menschen gekriegt hat, man viel überdacht hat, wo man etwas in sich wachsen lassen hat, aber dafür vieles andere aus dem Weg räumen musste. Und jetzt ist dieser andere Mensch aber wieder sehr präsent und der Wunsch ist ganz stark da und der formiert sich ganz stark mit diesem Menschen, in eine Beziehung zu treten, sich mit diesem Menschen wieder näher zu kommen. Vielleicht ist er auch schon da, fühlt sich für mich aber nicht so an, als wäre man schon zusammen. Oder wenn man zusammen ist, wenn ihr zusammen seid, dann gibt es diese Phase trotzdem in der Vergangenheit, dass man in einem Teilaspekt
eben noch nicht ganz miteinander verbunden war. Die Arbeit hört ja immer nicht so auf, auch wenn man zusammen ist, ne? Ja, trotzdem weitermachen und ist trotzdem auch weiter mit sich konfrontiert. Es ist immer die krasseste Beziehung, die wir im Leben führen können. Das, da bin ich 100% oder krasseste Beziehung im Sinne, es gibt viele krasse Beziehungen, aber es gibt nur diese eine Beziehung, die wir im Leben führen können. Und die wird immer herausfordernd bleiben. Muss nicht immer dramatisch sein, aber man ist immer wieder doch mit sich selber auch konfrontiert. So, und ich fange jetzt aber an zu klären. Auf jeden Fall ist der Seelenpartner sehr präsent. Und ich glaube, man wünscht sich das das bodenständige Zusammensein. Hier kommt viel Materialismus mit rüber, aber der ist nicht, der ist, das ist jetzt nicht abge, also das ist nicht die schwierige Seite von den Zehen der Münzen, sondern die positive Seite von den Zehen der Münzen, die kommt hier rüber. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür, dass man sich gegen alles, was von außen noch kommt, abgrenzen kann und noch weiter heilen kann. Aber wir schauen jetzt erstmal. Jetzt wollen wir erstmal klären. Das Ass der Münzen. Da haben wir sie. Die Beziehung. Einmal die Beziehung. Ja. Die vom Schicksal geführte Beziehung. Die Beziehung, die eine, die wir im Leben führen können. Ja, Schicksal ist viel, Schicksal sind alle Beziehungen. Ne? Da kann man jetzt auch wieder auf alle diejenigen, die ihren Seelenpartner getroffen haben, die das spüren, die wissen, was gemeint ist. Und es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, das zu erklären. Aber ich glaube, dass die meisten das mittlerweile schon relativ klar haben. Hier gibt es diese Chance und das spürt man auch. Und das möchte man jetzt auch auf diese Beziehung. Man ist durch viel, ich sag's mal ein bisschen flapsig, Krempel gegangen und musste viel klären und hat auch für sich viel geklärt. Und jetzt gucke ich mal, was wir hier zu den 6 der Kelchen haben. Was kann hierzu noch gesagt werden? Was klärt es noch ein bisschen mehr? Das waren zu viele. Entschuldigung. So, mal eine ordentliche Karte dazu. Ja, hier gibt es einmal mit dem Schlüssel die Lösungen, die Sicherheit, die Türchen, die sich öffnen wollen. Und hier haben wir das Zuhause. Es kann das materielle Zuhause sein, es kann die Komfortzone sein, es kann in sich ein Komfortzonenbereich sein. Und hier öffnen sich auf jeden Fall Türen. Ich möchte jetzt hierzu aber auch nochmal die klären. Die 10 der Münzen. Hier haben wir einmal mit den Störchen immer die schönen, die positiven Veränderungen. Und hier haben wir das, was ich gesagt habe, das ist das Ankerschlagen. Hier möchte man landen, hier möchte man ankommen, hier möchte man mit dem Seelenpartner ankommen. Das fühlt sich klar an, das fühlt sich so an, wie ich habe auf dieses Drama aus der Vergangenheit, dieses Theater, vielleicht weil ich noch nicht diese Entscheidung in mir noch nicht klar hatte. Oder was auch immer, oder meinen Weg noch nicht zu Ende gegangen bin. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich möchte Frieden haben und ich möchte ankommen. Und es tun sich hier Lösungen auf. Man merkt, dass man auch anders fühlen kann, dass man ein innerliches Zuhausegefühl, dass das auch anders geht, dass man anders Beziehungen eingehen kann, dass man anders Familie leben kann. Man möchte das auch leben. Und man möchte hier ankommen und dem ja eigentlich ein Ende bereiten. Was können wir denn hier noch sagen? Womit hast du es hier zu tun? Ja, hier ist einmal, kann für Familie stehen.
kann auch für Harmonie stehen. Und hier kommt das Buch mit dazu. Hier möchte man ein Kapitel beenden. Hier möchte man in den Frieden kommen. Hier möchte man eventuell ein Kapitel mit anderen Teilen seiner Familie beenden oder so, wie man Familie gelebt hat, nämlich im Fünf der Schwerter-Modus. In der eine gibt mehr als der andere, der eine, man hat immer das Gefühl, man muss sein Ego verteidigen, man muss im Machtkämpfen sein und das Kapitel möchte man schließen, davon grenzt man sich auch ab. Und dann kommt der, entweder ist es von dir eine Eigenschaft oder ist dein Gegenüber. Hier haben wir einmal den Fuchs, das ist noch ein bisschen cleveres Verhalten, ein bisschen kontrollierendes Verhalten. Und hier haben wir die Sehnsucht, hier haben wir das Weiterschiffen, hier haben wir das Weitergehen wollen. Ich glaube, dass es deine Energie ist, weil du das Feuer in dir merkst, du merkst, was du möchtest, wo du gerne hin möchtest. Du hast auch die Sehnsucht, dahin zu gehen. Aber du passt auch auf. Du lässt dich nicht naiv reinfallen, du hast diesen Wunsch, du hast das Feuer, du gehst weiter und du tust es noch mit einem klaren Verstand. Das ist die Message, die hier liegt und das ist deine Energie, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist die Energie, die nämlich kommen kann, wenn du das hier ad acta gelegt hast, wenn du das Buch geschlossen hast. Dann kann das kommen. Und so ein langer Zeitraum, das da oben auch ist, das hier ist nicht mehr so ein langer Zeitraum. Ne? Das hier sind wahrscheinlich, das können Jahre sein, da oben, was da abgebildet ist. Das ist hier nicht so. Dafür ist man hier auch in der Gegenwart viel zu weit. Ich glaube, dass hier eine Entwicklung schnell geht, viel schneller gehen kann, weil diese Entscheidung getroffen ist. Und wenn man das in sich erstmal klar hat, kippt der Schalter. Das muss man klar haben. Und nicht nur die Männer, auch die Frauen. Die weiblichen Energien, die sogenannte Loslasser, Gefühlsklärer, ihr kennt das Ganze. Die weiblichen Energien haben das, weibliche Energie kann auch Gefühlsklärer sein. Also davon mal ab, aber so dieses Typische ist ja, dass es immer so aussieht, als hätte er das noch nicht richtig klar und ist noch mit wem anders zusammen und man selber hat das aber total klar. Wobei ich bei mir dazu sagen muss, dass ich tatsächlich eher auf der gefühlsklärerischen Seite unterwegs war oder zum Teil vielleicht auch noch bin. Auch andere Anteile in mir habe. Ich finde sowieso, man hat beides in sich. Auch stark, aber ein Teil überwiegt und ein Teil macht die Dynamiken mehr aus. Und auch wenn die sogenannten Loslasser diese Sehnsucht so stark spüren und es so stark spüren, dass sie den anderen wollen, gibt es Teile in ihnen, die den gar nicht wollen und auch noch total ablehnen. Ne, im Außen sieht es immer so aus, der Mann ist noch in der Beziehung und er will ja gar nicht und er entscheidet sich nicht. Nee, das ist nur im Außen. Im Innen ist es bei beiden so. Es ist nicht, dass die Frau wartet, wenn er nämlich kommt. Ist die Frau, nehmen wir mal an, die Frau, ich sage jetzt auch einfach mal, die Frau hat ihre, der Mann ist da, und man ist selber aber noch gar nicht geklärt, dann ist zwar die Sehnsucht, dieser Wunsch danach gestillt, aber die Beziehung wird nicht gut und die kann man auch selber noch nicht gut leben. Ne? Von daher muss man da immer genau gucken. Und auch selbst reflektiert mit sich umgehen und sehen, okay, nicht nur, nicht er ist derjenige, der sich nicht entscheiden kann. Ich bin das in mir auch nicht. Bei mir ist nur die Sehnsucht nach dem anderen so überwältigend. Dieses Gefühl, da auch nicht von ablassen zu können. Das heißt aber nicht, dass ich in mir geklärt bin und eine Entscheidung getroffen habe. Das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe und das ist auch wichtig. Ne? Und genau, das noch einmal, by the way, dazu. Ich ziehe jetzt
drei Karten zu eurer Beziehung. Da haben wir sie, die Liebenden. Und die Wunscherfüllung, der Stern. Sehr schöne Karte, sehr intensive Karten. Beide. Der Stern ist fast mit meiner Lieblingskarte aus dem ganzen Deck, weil die also so eine wundervolle, magische, integrierende, heilende, ganz tolle Energie hat. Ist wunderschön. Also einfach eine ganz wunderschöne Karte. Und hier haben wir den König der Kelche. Hier haben wir denjenigen, der die Gefühle in sich sehr Klarheit hat, noch nicht unbedingt nach außen trägt. Hier haben wir die Entscheidung, die gefallen ist. Die Entscheidung, die wir hier haben, die sich formiert, die viel Integration, die viel Heilung mit sich bringt. Und eine Klarheit über die eigenen Gefühle. Ja, das ist für mich, wird hier einfach der Zustand angezeigt, der emotionalen Klarheit. Ich gebe da auch nochmal zwei Karten zu. Der emotionalen Klarheit wird hier angezeigt. Die man noch ein Stück bei sich behält. Was kann hierzu noch gesagt werden? Ja, hier kommt einmal die Transformation, die Tiefe. Und die Sense, hier kommt, was auch angezeigt wird, das ist das, was ich hier auch gesagt habe, es liegt eigentlich nochmal das tatsächlich, was hier unten auch liegt oder was hier in der Neunerlegung liegt. Hier hat derjenige welche die emotionale Klarheit und das bringt diese schnelle Transformation mit sich. Ja, das hier hat lange gedauert, das hier geht schnell. Hat man das erstmal, hat man die Entscheidung in sich getroffen, gehen die Prozesse schnell. Da kann was ganz anderes starten. Und das ist das, was hier liegt. Hier hat man die Entscheidung getroffen, man die Entscheidung für den anderen getroffen. Hier möchte man den anderen. Es bringt so viel Heilung, das bringt Integration von ganz vielen Dingen, die vorher, wo man immer nicht wusste, wegen diesen Zweifeln, wegen irgendwas anderes. Aber das andere ist ad acta, das andere ist beiseite. Und hier hat man jetzt endlich die Ruhe und den Frieden. Und kann das Neue gut und schnell zulassen. Ne, die Sense, gerade hinter einer anderen Karte, bedeutet immer, da kommt was plötzlich, tritt was schnell ein. So, eine Karte aus dem Moonology-Orakel für eure Beziehung. Nichts ist in Stein gemeißelt, beweglicher Mond. Genau. Immer schön. Man bleibt in der Dynamik. Man merkt, alte Dinge können wirklich gehen. Ich konnte es mir nie vorstellen, aber alte Dinge können gehen. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und das Neue kommt und ich lasse mich auch darauf ein. So. Ziehe ich noch eine Hauptenergie aus dem Tarot für dein Gegenüber, bevor ich mich in die weiterführende Legung verabschiede. Dein Gegenüber, hier haben wir den Hierophant. Hier gibt es einen Befreiungsschlag, hier gibt es ein Aufatmen, hier gibt es der Kopf wird klar. Hier hat man für sich eine neue Stufe erreicht, hier hat man neue Erkenntnisse erreicht. So. Den Link zur Legung findet ihr im ersten Kommentar und in der Infobox. Ich verabschiede mich jetzt dahin. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Freue mich immer über ein Abo und freue mich natürlich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Alles Liebe!